Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute zu dem 5. Spiegelgespräch live im Thalia, zu dieser besonderen Zeit sozusagen. Mein Name ist Julia Lochte, ich bin die Chefdramaturgin hier am Theater und begrüße Sie alle im Namen des Theaters und begrüße natürlich hier das Podium. Es ist so, dass wir ursprünglich Heiner Geißler hier hätten begrüßen wollen. Er hatte vor dem Sommer zugesagt und war da sehr zuversichtlich, dass er hier heute sein könnte. Er ist nun am 12. September verstorben in seinem Heimatort Gleisweiler und dankenswerterweise hat Aydın Özus zugesagt, ihn hier heute Abend, ja, zu vertreten ist gar nicht das richtige Wort, sondern sie hat sich bereit erklärt, in diese Debatte heute hier einzusteigen. Mit Heiner Geißler ist ein sehr großer Streiter der Demokratie gestorben, der ein ebenso großer Schlichter war. Und das Interessante ist eigentlich, dass er uns gelehrt hat, vielleicht mit seinem Leben, dass das kein Widerspruch ist, sondern Streiten und Schlichten gehören vielleicht geradezu zusammen und bedingen einander. Mit ihm hat man einen großen Demokraten verloren. Wir befinden uns jetzt in einem Wahlkampf, wo zum ersten Mal von rechts außen eine Partei hineindrängt in den Bundestag, die, ich kann jetzt nur von mir sprechen und vom Theater, die wir dort nicht sehen möchten, gerade weil sie in ihrer menschenverachtenden Sprache eine Geisteshaltung immer wieder dokumentieren, die tatsächlich mit vielem, was wir als unsere Werte, die wir hier im Theater und auch in unserem zivilen Leben verteidigen, die damit nicht vereinbar sind. Ganz besonders ich brauche, glaube ich, nicht erklären, warum, aber deswegen ist es uns eine ganz besondere Ehre, heute Aydın Özus hier begrüßen zu dürfen. Denn sie ist als Staatsministerin und Beauftragte des Bundes für Migration, Flüchtlinge und Integration eben auch an einer sehr wichtigen Schlüsselposition für unser demokratisches Zusammenleben tätig. Und deswegen ist es sehr schön, dass sie hier heute Abend sitzt, zusammen mit der Schriftstellerin Julie C. und dem Spiegelautor, der auch die Moderation übernimmt, Nils Minkmar. Ich wünsche uns allen eine interessante, anregende, streitlustige Debatte und wünsche Ihnen einen schönen Abend mit diesen drei Gästen. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ja, Heiner Geißler. Wir haben uns überlegt, wie kann man jetzt seiner Gedenken oder was können wir machen, jetzt eine Gedenkminute einzurichten, fände ich doch albern. Ich bin ihm nie begegnet. Er ist jetzt auch nicht auf der Bühne verstorben, sondern zwar im öffentlichen Diskurs stehend und daran könnten wir anknüpfen. Ich habe hier einmal was mitgebracht, ein Magazin, ich kann es sehr empfehlen. Braucht keinen Strom an jedem Kiosk und da gibt es ein wunderbares posthumes Interview mit Heiner Geißler, in dem Sinne, dass es geführt wurde, aber er hat es nicht mehr autorisiert. Unsere Kollegin Britta Stuff hat das gemacht, hat ihn sehr lange begleitet und hatte eben auch noch Termine, ich glaube sogar für den Tag, an dem er verstorben ist, ausgemacht. Also wir kriegen dann einen Einblick wirklich in die Gedankenwelt des späten Geißler. Und ganz besonders schön ist der Schluss, den ich vielleicht einfach mal vorlese, weil der uns auch gleich mitten in die Debatte führt. Also Britta Stuff fragt für den Spiegel, mögen Sie Wahltage? Und Geißler antwortet, für mich war es immer ein sehr merkwürdiger Tag, eine unheimliche Stille. Jeder denkt, hoffentlich ist es bald 18 Uhr. Spiegel, haben Sie mal für einen Wahlsieg gebetet? Geißler, nein, niemals. Ich bete überhaupt nicht. Spiegel, schon immer? Geißler, mein Glaube hat riesige Löcher und Zweifel bekommen. Ich glaube auf jeden Fall nicht an den Gott der katholischen und evangelischen Theologie. Spiegel, der, von dem in der Bibel die Rede ist? Geißler, ja, dieser. Ein Gott, der geliebt werden will und deswegen den Menschen den freien Willen gegeben hat und der dann in Kauf nimmt, dass es Auschwitz gibt? In diesem Moment, in dem wir reden, verhungern zehntausende Leute, werden vergewaltigt, gefoltert, geschlagen. Und das nicht nur in dieser Sekunde, sondern seit zehntausenden Jahren in jeder Sekunde. Da muss man sich doch fragen, wo ist er? Sieht er noch, was hier los ist? Warum versteckt er sich? Seit zehntausend Jahren hat sich Gott nicht gezeigt und lässt uns allein. Das alles kann nicht stimmen. Soweit Heiner Geißler. Und dennoch die Frage mit dem Wahltag. Also mir geht es ja so, ich habe auch das auch geschrieben, dass ich ja das alles sehr langweilig fand und unsere politische
Lage so langweilig und den Wahlkampf so langweilig und trotzdem bin ich wahnsinnig nervös vor nächsten Sonntag. Wie geht es Ihnen? Hallo, erstmal guten Abend an Sie alle. Ich muss Ihnen jetzt gleich mal reingrätschen, bevor ich Ihre Frage beantworte. Also das Klagen über die Langeweile des Wahlkampfs ist erstens auch ein bisschen langweilig. Und zweitens zeigt sich darin auch so eine Haltung gegenüber Politik, von der ich glaube, dass das eigentlich was ist, was wir loswerden müssten oder wollen würden, nämlich dieser Glaube, Politik sei so eine Art Unterhaltungsprogramm. Und man würde als Bürger wie so der 100% Konsument eigentlich im Sessel sitzen und Daumen verteilen. Mhm. War das Kanzlerduell jetzt richtig krass geil oder war es irgendwie nur so Und das ist, glaube ich, ein Teil dieser Lähmung, die wir erleben. Also, dass Menschen Politik eigentlich als eine Veranstaltung betrachten, die sie anschauen können, bewerten können, wo sie mal gucken können, ob sowas für sie dabei ist, was sie vielleicht gut finden. Das meiste finden sie aber schlecht. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch gar nicht, zur Wahl zu gehen, geschweige denn einer Partei beizutreten. Also diese Trennung zwischen denen, die da vortanzen und uns hier unten, die das irgendwie angucken, das, finde ich, wohnt so ein bisschen in dieser Klage von der Langeweile, auch wenn ich weiß, dass sie gar nicht so sind. Aber trotzdem wollte ich das jetzt mal aufspießen. Das war so eine Steilvorlage. Und das andere ist, also ich habe vor Sonntag wirklich Angst. Also ich wünschte mir irgendwie, dieser Sonntag würde gar nicht stattfinden. Wir könnten einfach hier abbrechen und sagen, wir gehen jetzt nochmal 2 Jahre demokratische Hausaufgaben machen und dann wählen wir oder so. Das wäre mir irgendwie lieber. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht bereit für die Bundestagswahl. Mhm. Wir brauchen mehr Zeit. Also vielleicht können wir das vertagen. Ja. Nochmal ein bisschen. Gibt ja schon die Pläne, das auf 5 Jahre zu machen. Da hätten wir noch ein Jahr mehr. Ja, also es müsste nicht grundsätzlich 5 Jahre sein, aber dieses Mal habe ich irgendwie so das Gefühl, wir sind einfach noch nicht, wir haben uns als Gesellschaft noch überhaupt kein bisschen auseinandergesetzt über die Fragen, die jetzt eigentlich anstehen würden. Diese AfD wächst auf Basis von so ein paar echt popeligen Plakaten, die an irgendwelchen Laternen hängen. Die erzählen nur Müll und kriegen Umfragewerte, wo einem irgendwie die Augen aus dem Kopf fallen. Also das ist irgendwie, wir sind noch nicht fertig. Aber wenn wir jetzt ein Jahr mehr bekommen würden, hätte ich das Gefühl, wir würden uns wieder nach hinten zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir noch mal ein Jahr Zeit und warten mal und schauen, was ist, weil so ganz neu ist dieses Phänomen ja in Wahrheit nicht. Aber auf einmal konzentriert sich da etwas, was uns alle bange macht. Also guten Abend auch von meiner Seite. Ich wollte jetzt sofort da anknüpfen. Ich muss sagen, den ersten Teil kann ich aber unterschreiben. Also man überlegt, jedenfalls als Wahlkämpferin selber, was mache ich denn die erste Hälfte des Tages? Ich habe mich jetzt irgendwie mit Freunden und Bekannten verabredet, damit der Tag auch irgendwie umgeht und man nicht da irgendwie sitzt und wartet, dass es 18 Uhr wird. Aber ja, dann kommt eben der Moment der Wahrheit, erstmal mit den Prognosen. Und ich habe schon gehörigen Respekt davor, das muss ich sagen, auch ein Stück Angst, weil ich das Gefühl habe, da ist es einer Bewegung gelungen, Dinge zu konzentrieren, die lange Zeit bei uns und ich finde jetzt aus meiner Sicht eben nicht gesagt werden durften, sondern wo es einen Konsens in unserer Gesellschaft gab, das wollen wir nicht. Das ist etwas, was wir so nicht ausdrücken wollen und wir wollen nicht Hassbotschaften, wir wollen nicht Hetze, wir wollen eine ordentliche Auseinandersetzung, die zwar immens anstrengend ist, aber letztendlich doch noch irgendwo ein Stück Respekt mindestens erahnen lässt. Und plötzlich kommt jetzt eine Bewegung, die sagt, das wollen wir alles nicht mehr, wir gehen direkt auf Menschen los und wir werden das alles noch ordentlich untergraben. Und es wird eben nicht mit dem Wahltag enden, sondern es wird danach weitergehen. Es wird im Bundestag mit so einer Sprache weitergehen und darauf freue ich mich überhaupt nicht. Sie wurden ja direkt persönlich auch das Ziel von Angriffen der AfD-Spitzenkandidaten. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir ein paar Videos angeschaut, einfach mit Auftritten von Ihnen, um einfach so zu hören, wie Sie so reden in Talks. Ganz normal auf YouTube, relativ biederen Ecke des Internets. Und da waren also Kommentare, dass, ich meine, da sind Sie in Talkshows, ja, das ist ein ganz normaler Auftritt und dann steht da drunter, also das meiste kann ich auch überhaupt nicht vorlesen, weil wir ja hier Familienprogramm sind, aber da steht zum Beispiel, diese erbärmliche Volksverräterin ist gerade dabei, eine Landnahme vorzubereiten, auch mit so einem Namen. Wenn nicht endlich
Anderer Kommentar. Wenn nicht endlich der letzte Dummichel begreift, dass wir islamisch unterwandert werden. Das ist von der Hochfinanz gezielt so gewollt. Und so weiter. Das sind eine Reihe von Kommentaren, die sind natürlich viel härtere. Also es geht jetzt nicht darum, ein Argument mit Ihnen auszutauschen, sondern dass Sie eigentlich vom Angesicht der Erde besser mal verschwinden würden. Das sind wirklich krasse und beleidigende Sachen. Wie gehen Sie damit um? Ich meine, das ist ja nur YouTube. Wir reden ja nicht mal von Facebook und von anderen. Ja, ich wollte gerade sagen, also tatsächlich ist es, wir sind ja sozusagen ein Team, ne, so mit dem Bundestagsbüro, die Mitarbeiter, und es gab so vor einigen Monaten mal einen Moment, wo ein Mitarbeiter sagte, er hat einfach keine Lust mehr. Mhm. Eigentlich würde er entweder gerne aufhören oder wir sollten meine Facebook-Seite schließen. Und das habe ich dann auch ernsthaft überlegt, ob wir das machen, weil ich meine, das sind ja noch vorlesbare Kommentare. Ja, genau. Wir bekommen säckeweise ganz andere Dinge, und die also auch vor Mord und Mordaufrufen und so ja nicht zurückschrecken. Und das ist, oder, also wir kriegten mal so eine Mail, das ist vielleicht mal ganz interessant zu sagen, nicht? Dann hieß es, man sollte sie, wie war das, mit heißem Öl oder heißem Wasser übergießen und ihnen dann irgendwie die Haut abziehen. So. Und dann haben wir gesagt, sollen wir das jetzt zur Anzeige bringen? Und dann kriegten wir von der Polizei zu hören, nee, der hat ja den Konjunktiv gebraucht und dadurch ist das dann gar nicht mehr sozusagen verwertbar für eine Anzeige. Also auch mit solchen Dingen hat man heute, er hat ja nicht, man soll, sondern man sollte, ne? So, oder weiß ich jetzt auch nicht. Also das sind schon so absurde Dinge, wo man dann auch sagt, will man sich jetzt damit wirklich den ganzen Tag befassen oder will man auch noch irgendwie seiner Arbeit nachgehen? Und wir haben, irgendwann haben wir beschlossen, nee, also jetzt können wir unmöglich das aufhören. Das wäre ja so ein Stück weit auch dem dann entweichen. Aber es hinterlässt Spuren. Und das Schlimme ist, dass ich glaube, viele machen sich gar nicht bewusst, es geht hier nicht um mich. Also es geht nicht um Aydan Özus, es ging auch nicht um Boateng. Mhm. Es geht um ganz prinzipielle Dinge in der Gesellschaft. Also wenn ich angegriffen werde, dann soll das doch heißen, jemand mit einem Namen, der nicht irgendwie urdeutsch klingt, ist nicht glaubwürdig, kann angegriffen werden, darf nicht Politik machen. Also das steht ja jeden Tag mehrfach. Sie sind überhaupt nicht legitimiert, Politik zu machen. Ich meine, da geht man mal eben schlank darüber hinweg, dass ich immerhin gewählt wurde. Nee. Nicht so. Ich habe mich da ja nicht heimlich in den Bundestag reingeschlichen und sitze da und denke, hoffentlich mag das jetzt keiner. Eingeschleust. Auftrag der Hochfinanz. Das und ist ja nicht, aber das muss man sich eben mal vorstellen. Man geht ganz schlank über diese Dinge hinweg und immer wieder und versucht eben mürbe zu machen. Und ja, und wir haben dann irgendwann gesagt, nein, Wir stehen aufrecht, wir stehen da weiter und werden das eben auch fortführen bis zu diesem Wahltag. Und ehrlich gesagt, ich sag's jetzt mal so offen, sind ja unter uns, aber dieses Gefühl, man kann natürlich abgewählt werden. Das ist doch logisch für jeden Abgeordneten, das ist Teil der Demokratie. Aber gerade in so einem Moment geht es eben um mehr. Mhm. Und das merke ich, dass das bei mir auch so ein bisschen ein Stück Nervosität durchaus macht, dass ich denke, ich würde denen so ungern gönnen, sozusagen, dass sie am Ende auch noch Recht haben. Ne, so. Also das ist ein bisschen das, was einen dann auch noch treibt. Und schlimm, dass das schon so ist. Also schlimm, dass man eben darüber noch nachdenken muss und sagt, na, Hauptsache, die haben keinen Sieg am Ende. Ne, so. Hauptsache, man steht da und sagt so, und jetzt müsst ihr euch damit abfinden, dass auch eine Özos oder sonst wer da irgendwie weiter im Bundestag sitzt. Also ist eine eigenartige Situation, anders als sonst. Frau C., haben Sie eine Erklärung, warum diese Wut da so hochkocht oder sich, oder glauben Sie, das ist auch zum Teil organisiert? Die Frage stelle ich mir schon, weil diese Kommentare kamen alle am gleichen Tag dann da rein, haben zum Teil den ähnlichen Wortlaut. Oder haben wir da wirklich einen Volkswillen, der sich da Bahn bricht? Was ist so Ihre Einschätzung? Ja, großes Mysterium. Also ich frage mich als erstes immer, ob das tatsächlich so ist, dass das alles ganz neu ist oder ob wir es eigentlich eher zu tun haben mit einer neuen Sichtbarkeit, die an zwei Phänomene knüpft. Zum einen an die Tatsache, dass das Internet eben jetzt so eine Art mega öffentlicher Stammtisch ist. Wer weiß schon, wie in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahrzehnten in kleineren und abgeschotteteren Räumen gesprochen worden ist. Also ich will eben nicht ausschließen, dass solche Kommentare, wie Sie jetzt gerade zitiert haben, also diese ganzen Abscheulichkeiten nicht
auch da schon ausgetauscht worden sind, nur eben so, dass nicht die Weltöffentlichkeit das mitlesen konnte und wir jetzt eben im Internet so eine Art Gigamarktplatz haben, wo wir die ganze Zeit den Leuten beim Plappern, auch beim unbedachten Rausplappern, beim unreflektierten Absondern und sich abreagieren halt zuschauen können, was vielleicht auch nicht unbedingt gesund ist, das ständig sehen zu können, was in den Köpfen der anderen vorgeht. Also vielleicht ist es in diesem Sinne nicht unbedingt ganz neu und gewiss ist es eben auch so, dass in den letzten paar Jahren jetzt Hemmschwellen abgebaut worden sind und Menschen vielleicht dann eher Dinge äußern, die sie vorher einfach nur gedacht haben. Also damit will ich jetzt nicht der Sache den Stachel ziehen oder sagen, ist alles nicht so schlimm, war schon immer so, aber man muss es, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Es ist garantiert nicht entstanden 2015 oder so, sondern was wir jetzt sehen, da muss man ja auch sich zurückerinnern können. Also ich habe sehr, sehr lange seit den 90er Jahren in Ostdeutschland gewohnt, sehr lange in Leipzig, Sachsen und kann mich gut an meine ersten Jahre in Leipzig erinnern. Das war so in der zweiten Hälfte der 90er. Da konnte ich von den Fenstern meiner Studenten-WG aus sehr häufig richtige Neonazis, also wie sie im Buche abgebildet wären, wenn es ein Buch über so ein Kinderbuch gäbe, also mit so ein bisschen dick, also so das Orwellsche Schwein mit so einer Glatze und den Springerstiefeln, also wirklich das Klischee, die Straße lang marschieren und all diese verbotenen Dinge singen und schreien und skandieren, die es da eben gibt. Und die haben dann beim Gemüsehändler gegenüber von unserer Wohnung die Scheiben eingeschmissen und ich habe die Polizei angerufen und die sagen, ja, da kommen wir nicht, wir sind nur zu dritt, die sind zu 30 und so weiter. Und das war Alltag. Und es gab eben Stadtviertel, das nannte sich nationalbefreite Zone, das hat man ja sicherlich auch schon gehört. Also diesen Begriff muss man sich eigentlich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Das waren eben ganze Stadtviertel, wo diese nationalsozialistische Parakultur die Herrschaft, also auch die Ordnungsmacht übernommen hat. Die patrouillierten da, die bewachten den kleinen Edeka-Laden gegen vermeintliche Kanackendiebe und so weiter und spielten sich da als so eine Art Polizei- oder Sheriffgewalt auf. Und ich gehörte eben zu so einer ganz offensichtlich plakativ linken Studenten-WG mit den entsprechenden Frisuren immer gut zu erkennen. Und da wusste man einfach auch, dass man auch körperlich bedroht ist, wenn man in bestimmte Stadtviertel hineingeht. Also man wusste, dass man da nicht hingehen darf oder dass man zu bestimmten Veranstaltungen nicht gehen darf. Das erzähle ich jetzt so ausführlich, um quasi zu sagen, dass es das schon die ganze Zeit in einer echt auch krassen Ausprägung in Deutschland gab und dass wir es uns lange auch ein bisschen bequem gemacht haben, weil es sich eben nicht so sehr niedergeschlagen hat in der Partei, die jetzt auf Bundesebene in den Umfragen so und so viel Prozent bekommt. Man konnte immer sagen, ja, das sind vielleicht Randphänomene, das sind irgendwelche Gruppen oder das sind einfach nur diese Ostdeutschen da drüben oder irgendwie konnte man das so weghalten von sich und sich in der Sicherheit wiegen, dass würde eigentlich diese sogenannte Mitte der Gesellschaft nicht so richtig betreffen. Und das war, glaube ich, schon auch ein Fehler und man hat es sich leicht gemacht und also gerade jetzt in Sachsen ganz offensichtlich sehr lange Zeit auch einfach nichts dagegen getan. Ja. Also polizeilich nichts, bildungspolitisch nichts, medial nichts, also einfach ja nichts eben. Aber darf ich da mal einhaken? Ich finde ja genau das den wichtigen Punkt mit dieser Mittelschicht. Das, was ich mir auch nie hätte vorstellen können, ist, dass, ich meine, wir sind hier in Hamburg, wir sind schon irgendwo noch unter den Glückseligen, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ist das hier, haben wir das Gefühl, es ist schon noch sozusagen eine breite Mittelschicht da, die sagt, nee, es gibt hier bestimmte Grenzen, es gibt irgendwie einen ordentlichen Ton und so. Aber ich habe, und das habe ich jetzt übrigens auch gespürt in den letzten Tagen und Wochen, wie viele Menschen mich auf der Straße ansprechen, einfach nur sagen, halten Sie durch, machen Sie gut oder lassen Sie sich nicht unterkriegen oder so etwas. Aber vor ein paar Tagen stand eine Dame vor mir, die war total gut gekleidet, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, sie war braun gebrannt, sie war wirklich mitten auf der Wandsbeker Marktstraße und schaut mich mit einem hasserfüllten Gesicht an. Eine Frau, die mich noch nie in ihrem Leben vermutlich gesehen hat live, ich sie jedenfalls auch nicht, würde ich behaupten, und man also doch irgendwie zu dieser Frage kommt, wo kommt dieser Hass her? Also wo kommt das eigentlich her, was da so herausströmt und die mich anschrie, ich würde nie wieder irgendwo hinkommen und also nicht mehr gewählt werden, was auch immer. Also so, und dann sagt der Juso, der neben mir stand,
Ihnen auch noch einen schönen Tag, ne, so, und hat das dann gleich, also so, wir konnten dann ja auch sagen, ist alles gut. Aber das finde ich eben das Erstaunliche, dass sich plötzlich so Gruppen zusammenfinden, die vermeintlich gar nicht zusammenpassen. Aber wo man jetzt doch so das Gefühl hat, irgendwas ist da offenbar da gewesen oder hat sich entwickelt. Der AfD-Spitzenkandidat in Hamburg-Wandsbek ist ein Schulleiter einer katholischen Schule, der jetzt in Rente geht. Ne, so. Also jemand, dem es absolut gut geht, wo man ja mal so von außen sagen kann, Spitzenrente, dem wird es ja gut gehen, also der wird vermutlich kein Problem haben. Trotzdem ist er AfD-Spitzenkandidat geworden. Aber man darf, glaube ich, jetzt auch nicht wieder letztlich in so einen Versuch einer Schubladenbildung reinfallen, indem man quasi sagt, naja, aber das war doch früher immer Unterschicht und Hilfe, jetzt ist es auch die Mittelschicht, weil auch das stimmt nicht, weil meiner Meinung nach die ganze Triebfeder dieses AfD-Phänomens nicht die Ausländerfeindlichkeit ist. Das ist ganz gewissen Aspekt und damit fängt man eben auch einen Haufen Leute ein. Wir wissen alle, dass der Mensch grundsätzlich zu xenophoben Reflexen neigt. Das zu negieren wäre einfach naiv. Also ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man Leute ganz gut ködern kann. Aber ich glaube trotzdem, dass die Triebfeder auch für den großen Erfolg, und ich meine auch gar nicht nur in Deutschland, ich meine wirklich auch in den anderen Ländern, wo wir das ja auch beobachten können, dass so rechtspopulistische Bewegungen ungeheuren Zulauf bekommen, liegt woanders. Und zwar in einer Politikverachtung, die sich breit gemacht hat. Also eine Politikverachtung und eine Staatsverachtung. Und das ist viel älter als das AfD-Phänomen. Und das ist etwas, was gerade in der Mittelschicht oder im Bildungsbürgertum oder wie man das jetzt beschreiben möchte, ganz massive Vertreter und auch Agiteure hat. Und nicht zuletzt in ihrer bösen Branche, nämlich in den Medien, wo wirklich jetzt schon seit einer langen Zeit auf eine Art und Weise zum Teil also Desinformation betrieben wird und Politikerverachtung, ich meine jetzt auch nicht wirklich dieses Magazin, für das Sie jetzt schreiben, aber es gibt eben einen Haufen mediale Bereiche, Fernsehen und Print, wo auf eine ganz undifferenzierte Art ständig das Gefühl vermittelt wird, dass wir eigentlich regiert werden von einer Gruppe von Vollidioten, die bestenfalls korrupt sind, wenn nicht ganz minder bemittelt, also die in keiner Weise fähig sind oder berechtigt oder legitimiert, dieses Land zu verwalten. Also das ist eine grundsätzliche Haltung gegenüber Staat und auch den Politikern als Person. Und die AfD kommt ja auch letztlich aus so einer Richtung. Die hat ja gar nicht angefangen als rassistische Partei, sondern die hat angefangen als eine Anti-Europa-Partei, als eine Anti-Bürokratie-Partei, als eine Partei, die sagt, es muss eigentlich alles effizienter sein, schneller gehen, das ist zu behäbig, nur der Nationalstaat ist eigentlich handlungsfähig. Also das ist mehr so ein Wunsch nach Reduktion von Komplexität, nach Entdemokratisierung grundsätzlich, nach dem Gefühl, das ist alles irgendwie zu abstrakt und die Globalisierung, das versteht kein Mensch, diese Politiker machen alles nur für sich, die da oben wie hier unten. Da, glaube ich, steckt letztlich der Nährboden für diese ganze Haltung und das ist eben gar kein Unterschichtenphänomen, sondern das findet sich in allen. Gebe ich Ihnen recht, das ist ja eine alte, ganz alte deutsche romantische Strömung, ne? den Staat abzulehnen und die Beamten abzulehnen und auch so da so modernisierungsskeptisch zu sein. Für die Medien an sich weiß ich gar nicht. Sind wir da jetzt auch Lügenpresse? Ich glaube, Lügenpresse. Wir schauen ja doch sehr genau hin, was die machen. Wir haben diese ganzen Porträts. Manchmal sind wir auch vielleicht auch sogar zu nah dran. Das ist jetzt so generell, ich habe immer das Gefühl, ich muss immer dagegen halten, ne? Zu sagen, sie sind nicht alle korrupt, die arbeiten doch fleißig. Auch gerade, ich hatte ja ein Buch gemacht mit Per Steinbrück über den Wahlkampf. Ich fand, das hatte da eine große Hochachtung gewonnen. Ja, das ist eine Sie sind hier auch der Falsche. Jetzt, um jemanden anzubrüllen, müssten wir jetzt hier jemanden anderen hinsetzen. Sie sind da wirklich nicht der Richtige. Nee, ich überlege gerade. Aber schauen Sie, in den letzten Jahren hat man doch wirklich medial ungeheure Fässer aufgemacht und monatelange Aufmerksamkeitshypes generiert durch die Demontage von Spitzenpolitikern, von der gefälschten Doktorarbeit über Bundespräsidentenämter, über den nächsten Korruptionsskandal, die Putzfrau. Das fand ich aber jetzt verberechtigt, oder? Ja, das ist vielleicht berechtigt, dass man verlangt, politische Ämter müssen moralisch korrekt und so weiter geführt werden. Da bin ich absolut derselben Meinung. Aber die Demontage, die lustvoll fast pornografische Montage dieser Ämter, oder wenn wir uns auch anschauen, wie dieser Trump-Exorzismus funktioniert. Ich bin
wie niemand wahrscheinlich in diesem kompletten Saal ein Fan des aktuellen amerikanischen Präsidenten, aber der Mann wurde gewählt, mehr oder weniger, im amerikanischen Sinne gewählt. Ein Spiegelcover, wo der den blutigen Kopf der Freiheitsstatue in der Hand trägt, wo jeder von uns an den IS denkt und an andere Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, ist ein ähnlicher Grad von Verrohung, Politiker, Demontage, Verachtung. Also das sinkt ab auf das gleiche Niveau, wie zu sagen, dann übergießt doch jemanden mit Öl. Also das ist, nee, das finde ich, finde, da muss man schon sagen, wenn wir einen respektvollen Umgang miteinander wollen, dann müssen wir auch gegenüber politischen Gegnern, und selbst wenn es so krass ätzende Gegner wie Trump sind, diesen Respekt in der Ansprache, in der Behandlung und so weiter walten lassen und nicht mit so einer Lust am Hype und an der noch krasseren Überspitzung und nochmal obendrauf die Sache durchkochen. Sonst finde ich, sind wir mit Schuld an den Entwicklungen. Nee, da bin ich anderer Meinung, weil bei Trump ist ja wirklich eine neue Qualität eingetreten und da ist ja ein Politiker, wie es vor ihm keiner war, und er stärkt ja sehr stark den IS. Und umgekehrt, ich finde, die sind, jedenfalls medial und in ihrer Symbolik, sind das zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Und insofern fand ich diesen Ausdruck, das ist ja ein Kunstwerk von einem kubanischen Grafiker, hat diesen Schock, den man hat, wenn er auf die Freiheitsrechte, auf die heiligen Prinzipien der amerikanischen Verfassung geht, drückt das durchaus auf, ja, so grober Klotz auf grobem Keil. Ich finde das überhaupt nicht, Sie müssen den Lesern ja auch mal sagen, dass wir, ich habe das Gefühl sozusagen, ich bin 66 geboren und es wurde eigentlich immer besser, ja, wir wurden immer reicher und die Freiheit hat sich ausgebreitet, Europa ging immer voran, so, und man hielt das für ein Naturgesetz. Und ich glaube, dass mit Trumps Wahl, die auch sehr stark auf Betreiben seines Freundes Putin geschah, wir eine Situation haben, wo wir auf der einen Seite Putin im Osten haben, Trump im Westen und wir haben Erdogan, und das ist eine echte Gefahr. Ja, ich glaube auch, dass die Islamisierung auch die Putsche ist, und das ist eine völlig neue Situation. Und ich glaube, da muss man die Leute ab und zu wachrütteln und sagen, das ist nicht ein Wahlkampf immer, es ist nicht okay. Wobei das Wachrütteln wahrscheinlich etwas besser wäre, wenn man es eben belegen könnte, wenn man es deutlich macht, wo genau war die Unterstützung, wie hat das funktioniert. Also so ähnlich wie bei diesem Flüchtlingsmädchen, was ja damals nun auch mich sehr umgetrieben hat, diese Welle, die auch in Deutschland sofort da war, da sei ja ein Mädchen dann irgendwie entführt, vergewaltigt worden. Am Ende stellt sich heraus, dass das eine erfundene Geschichte ist, sehr stark aus Russland gesteuert. Aber das muss man sichtbar machen. Ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn man sagt, na gut, wir können es nicht so richtig belegen oder wir können nicht so richtig zeigen, was da passiert ist. Dann machen wir stattdessen eine böse Karikatur und man muss sich irgendwie vorstellen, das ist so die Indoktrination des Bösen. Dann kommen natürlich, also das genau lässt sich um 180 Grad drehen. Und das passiert ja jetzt bei uns. Dann sind eben die anderen immer die Bösen. Und das erleben wir übrigens auch mit der AfD. Es sind Minister, also deutsche Minister werden als Goebbels bezeichnet, als Nazis bezeichnet, von einer Partei, in der nachweisbar Nazis sitzen. Es sind nicht alles Nazis, aber das sind Nazis drin in der Partei. Und die bezeichnen immer die anderen als Nazis, als Rechtsextremisten, als, ich weiß nicht, was schon bei mir alles, ich meine, das passt nun so gar nicht, ne, so mit meinem Namen oder meiner Geschichte, aber was dann immer alles gemacht wird an Bildern. Und ich glaube, da muss man tatsächlich aufpassen. Also da würde ich Ihnen recht geben, jetzt sind wir gegen Sie hier fast, ne, so auf der Bühne. Aber das wäre schlimm, wenn wir eigentlich werden. Aber bei Trump ist es ja sehr gut belegt. Das haben ja auch die amerikanische FBI und so, das haben ja viele amerikanische Behörden gesagt, dass die Russen da ihre Finger im Spiel hatten bei der Wahl. Die Russen selber haben sich ja auch gebrüstet, es dementiert im Ernst niemand mehr, und der Sonderermittler wird uns da bestimmt noch mehr aufmachen. Also man kann ja, das beste Material gegen Trump ist ja das, was er selber liefert. Da hat er auch gestern noch diese Gewaltfantasie getwittert, wo er Hillary Clinton mit einem Golfball erledigt, sodass sie umkippt und so. Das ist Trump, also da muss man sich jetzt auch nicht zurückhalten. Also ich glaube, Zurückhaltung nicht im Sinne von weniger deutlich machen, dass wir das nicht gut finden, aber ich glaube eben schon, ich will mich nicht komplett wiederholen, aber irgendwie möchte ich mich eigentlich doch wiederholen. Also zum einen, ich glaube nicht, dass unser Land wachgerüttelt werden muss. Ich glaube, wir wurden in den letzten Jahren sozusagen ins Koma wachgerüttelt. Also wir werden Tag für Tag wachgerüttelt werden.
aber nicht doch. So. Also diese Art der Ansprache erzeugt Abschottung. Die Leute ziehen sich immer weiter zurück, weil ihnen Tag für Tag mit der noch größeren Keule eins medial übergebraten wird. Das ist kein Wachrütteln, das funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht ganz, dass die Diagnose stimmt, dass seit den 60ern immer, also ich glaube schon, dass wir so einen wirklich grandiosen zivilisatorischen Fortschritt in Europa hatten und dass wir, na, ich weiß nicht, ob wir ihn selbstverständlich fanden, aber dass wir, oder ich zumindest spreche jetzt für mich, also ich konnte mir in den 90ern, hätte ich mir nicht vorstellen können, was im Jahr 2017 ist. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor 1990 wir nicht im Paradies gelebt haben, sondern da war kalter Krieg. Und da saßen in Russland und in Amerika auf den jeweiligen Präsidentensitzen mitnichten lammfromme Samtpfötcheninhaber, sondern auch ganz gewaltige Berserker. Und die haben die Welt bedroht mit Waffenarsenalen. Also das war die Situation. Ich finde es immer gut, sich zwischendurch... Wie bitte? Aber es ging gut aus. Ja, das ist das Dumme an der Gegenwart. Man weiß noch nicht, wie sie ausgeht. Bei der Vergangenheit ist immer einfacher zu sagen, so schlimm war es ja nicht, dann kam ja die Wende. Also wir hatten damals wirklich Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Wir haben das als eine reale Option betrachtet. Das war Teil des Lebens und man hatte sich darin eingerichtet, vielleicht sogar in einem positiven Sinne, dass man umso fester an dieser Demokratie festgehalten hat und gesagt hat, das ist aber das, woran wir glauben, ganz egal, was jetzt in dieser Blocksituation an Bedrohung ist. Und eigentlich ist es seitdem in gewisser Weise weiterhin besser geworden, minus Trump und minus Putin. Wenn wir uns die Welt angucken, die Bedrohung, die wir heute empfinden, ist, glaube ich, wenn man Bedrohung überhaupt objektiv messen kann, in Wahrheit geringer als die, die wir Anfang der 80er erlebt haben in Europa. Also nur, um zwischendurch sozusagen nochmal in Relation zu setzen, mit was für einer Rhetorik wir heute auf Problemlagen losgehen und mit was für Problemlagen wir vor 30, 40 Jahren konfrontiert waren. Also da hat sich schon das Verhältnis ein bisschen geändert und ich glaube, dass das... Na, da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, weil damals hatten wir die Amerikaner, die jetzt keine so kleine Macht sind, im Wesentlichen auf unserer Seite und dessen kann man sich halt heute also nicht mehr so richtig sicher sein. Also mich hat das damals ehrlich gesagt nicht sehr beruhigt, die... nicht gerade pazifistisch ausgerichteten Amerikaner auf unserer Seite zu haben. Aber ja, aber ich glaube, dass die Bedrohungs-, also ich glaube, dass die, das Bedrohungsgefühl hat schon zugenommen. Also, dass das jetzt weniger wäre, würde ich nicht behaupten wollen. Im Moment scheint die ganze Welt eigentlich ein Stück weit durcheinander geraten zu sein. Wir haben, glaube ich, ja doch den Eindruck, es auch immer weniger im Griff zu haben, weil sich auch Dinge mischen. Das eine sind politische Auseinandersetzungen, Kriege um uns herum, was wir dann plötzlich an den Flüchtlingen ja auch merken. Wir haben in Wahrheit, würde uns der Syrienkrieg, also wenn ich mal überlege, als schon 1,5 Millionen Flüchtlinge in der Türkei angekommen waren und noch keiner bei uns, hat uns das noch gar nicht so sehr angefasst. Aber kaum waren sie dann auch bei uns, waren wir sozusagen mitten im Geschehen. Gleichzeitig hören wir dann natürlich immer, das wird ja jetzt auch befeuert, wie viele Millionen Menschen in Afrika überhaupt schon auf der Flucht sind, gar nicht nur vor Krieg, also in Anführungsstrichen jetzt nur, sondern eben auch wegen Klima, wegen Armut, wegen allen möglichen Dingen. Und ich glaube, das ist durchaus auch denen, die es wollen, gelungen, ein gewisses Unsicherheitsgefühl zu sehen, wie wird diese Welt sich eigentlich sortieren? Wie wird es denn in 10 Jahren? Wer wird denn wo angekommen sein? Wer wird wo leben? Und auch ein Stück weit diese Bastion Europa. Also warum streiten wir denn so sehr über Obergrenzen, über Schießbefehle an den Grenzen? Also wie kann so etwas überhaupt zum Thema werden, weil wir doch das Gefühl von Bedrohung offenbar empfinden und das Gefühl haben, jetzt müsste man sich abschotten, jetzt müsste man was tun. Und diejenigen, die dagegen halten, also die ja dann sagen, das mit der Obergrenze ist vielleicht eher Sand in den Augen oder Schießbefehle kann ja wohl nicht wahr sein. Wie machen wir es denn? Die müssen ja heute schon richtig Mut haben. Die müssen schon richtig Rückgrat beweisen, weil es nämlich nicht die einfache Lösung gibt. Weil man eben nicht sagen kann, wir machen es einfach so oder so. Aber sich selber klar zu werden, dass es eben nicht die Welt, in die ich mich weiterentwickeln möchte, mit totaler Abschottung Europas, mit diesem Wohlstand, den wir hier haben und einem, ich sage
sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, Desinteresse, was eigentlich mit dem Rest der Welt geschieht, das ist schon etwas, glaube ich, was sehr viele im Moment umtreibt und was überhaupt nicht einfach ist für den Einzelnen. Das stimmt absolut, aber Sie haben es zwischendurch in einem Nebensatz ja auch schon mit erwähnt, das sind zum Teil auch geschürte Ängste, also vielleicht bin ich da einfach anders gestrickt, aber wenn ich es mir aussuchen kann, ob ich mich fürchten möchte vor einem atomaren Weltkrieg oder vor Menschen in Not, die sich über den Planeten bewegen, dann fürchte ich mich lieber, ich meine, ich fürchte mich gar nicht, aber also wenn wir diese beiden Bedrohungen jetzt mal versuchen, objektiv zu gewichten, dann müssen wir doch wirklich sagen, dass die Angst vor einem Weltkrieg, den man noch nicht mal irgendwie beeinflussen kann, da wird man mit der Vernichtung des Planeten bedroht und nicht mit Menschen in Not, die Hilfe suchen. Das ist aber Vernunft. Das ist jetzt der Vernunftweg. Und die dürfen wir nicht erwähnen, wenn wir politisch sprechen? Doch, natürlich. Gut, danke. Dann würde ich. Aber ich glaube, die meisten gehen nicht. Ich weiß, Weg. Richtig. Aber genau deswegen, glaube ich, ist die Haltung, die wir, also die Guten, einnehmen sollten, doch die vielleicht nicht immer zu fragen, wie können wir jetzt diese Ängste denn einhegen? Wo können wir die Leute denn abholen? Wie können wir das irgendwie besänftigen? Oder wie können wir das medial ausbeuten, um noch ein paar Resthefte mehr zu verkaufen oder so? Sondern indem wir vielleicht das allergrößte Rückgrat beweisen, indem wir versuchen, es auch mal wieder ins Verhältnis zu setzen. Und zu sagen, Trump ist nicht Hitler, die Flüchtlingswelle ist nicht der atomare Weltkrieg. Wovor fürchten wir uns denn eigentlich wirklich? Wir fürchten uns davor, dass Menschen nach Europa kommen, die Hilfe suchen. Was ist jetzt das Szenario? Ja? Also was sind denn diese apokalyptischen Visionen? Das ist alles völlig nebulös. Das hat irgendwie die Qualität vielleicht von irgendeinem Endzeit-Horrorfilm in den Köpfen der Menschen. Aber es hat doch nichts zu tun mit der tatsächlich aktuellen Bedrohungssituation. Diese Bedrohung existiert das, doch sogar. Naja, aber das ist doch genau richtig. Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal. Ja. Das ist ja genau richtig. Und das ist das, was Politik heute so anstrengend macht, dass man nicht über oder eben nicht nur über reelle Dinge spricht, sondern das Gefühl hat, häufig Szenarien entgegentreten zu müssen, die überhaupt nicht eingetreten sind, die wahrscheinlich nie eintreten werden. Und das muss ich jetzt dann leider doch nochmal sagen, nicht in Ihre Richtung, aber so jetzt medial. Diese letzten 4 Jahre, die ich jetzt in meinem Amt bin, ich muss auch mich gegen Medienartikel wehren, die ja nicht wirklich meine Arbeit widerspiegeln. Und das ist dann nicht immer ganz so schlimm, sag ich mal. Also man wird ja nicht nur blutrünstig oder so dargestellt. Aber da ist eben dieses Stück von, warum muss ich immer sagen, aber so war es doch gar nicht. Aber nun sagt es doch mal richtig, um dann sozusagen wiedergegeben, ja, sie rudert zurück oder sie stellt es wieder gerade. Obwohl man immer das Gleiche gesagt hat, ne? So, das ist etwas, was unsere Welt anstrengend gemacht hat und was ja mitunter, finde ich, auch mal Wirklichkeiten dann doch ein Stück verfälscht, weil als Leserin wiederum sehe ich dann nur, ach so, erst soll derjenige das gesagt haben, dann sagt er doch lieber das, also hat er vielleicht doch nicht ganz so den Mut oder nimmt etwas zurück und derjenige hat es nie getan. Und das hat, finde ich, Politik sehr stark abbekommen. Also diese Art von Berichterstattung und dieses Ständige dann immer nur zuspitzen. Und da geht es um die Schlagzeile, seien wir mal ehrlich, was verkauft sich besonders gut, was kommt toll an, worüber regen sich alle auf, ne? Wie kann ich es formulieren, dass sich alle darüber aufregen. Und das muss nicht immer das sein, was die Person am Ende wirklich macht. Und das, nee, das machen stimmt. Sich jetzt andere zunutze. Das ja, stimmt, plus. Aber es ist jetzt sozusagen auch nicht die Aufgabe der Medien, da ihnen angenehm zu sein oder ihnen das Leben leicht zu machen, muss man auch mal sagen. Sondern es ist halt immer so ein, naja. Wir haben ja in einer offenen Gesellschaft immer die verschiedenen These und Reden und Gegenreden. Insofern befördern wir da natürlich auch den Diskurs, wobei ich auch der Erste bin, der da vieles bei den Medien auch anwidert natürlich, ne, bei den Sachen. Aber es ist wirklich unsere Aufgabe zu sagen, im Moment, Leute, wir sind in ein neues Zeitalter eingetreten. Und das sind wir. Ja, wir können nicht sagen, Trump ist halb so wild und wird sich schon wieder aufregen. Alle Amerikaner sind doch aufs Höchste alarmiert. Seine eigenen Leute sind auch schon aufs Höchste alarmiert. Ist er überhaupt noch zurechnungsfähig? Versteht er, was wir ihm sagen? Versteht er das Gesetz, was er gerade unterzeichnet? Wenn die im Weißen Haus sich begegnen, stand jetzt in der New York Times, die Tage haben es auch gelesen, da gucken die schon bei dem anderen Kollegen, trägt er schon eine Wanze, ist er schon von dem Staatsanwalt eingesetzt, um zu schauen, um aufzuklären, was da vor sich geht. Also man kann jetzt nicht sagen,
ach, das ist im Grunde so einer wie George Bush Senior, irgendwie ein netter Konservativer, der dann irgendwann mit uns in den Sonnenuntergang reitet, sondern der ist eine echte Gefahr. Das sehe ich völlig anders und da müssen wir schon auch auf darauf hinweisen, ohne zu sagen, dass er Hitler ist. Das ist klar. Aber ich glaube, ich hatte ein super Gespräch mit dem algerischen Schriftsteller Kamel Daoud, ja? Ein interessanter Intellektueller aus Algerien. Und er sagt, Leute, in Europa blüht euch das, was uns in Algerien schon geblüht ist, nämlich was wir schon hinter uns haben, nämlich die Militärs und die Rechten und die Islamisten machen gemeinsame Sache. In Algerien ist praktisch der öffentliche Raum und vor allem die Kultur so kolonisiert, dass halt Sicherheitsbehörden auf alles ein Auge haben und auf Schulen, Museen und alles mögliche andere, die Islamisten einen wahnsinnigen Einfluss haben, ohne gewalttätig zu sein. Und sowas sah der eben auch für Europa. Und er meint, ihr habt da eben auch starke politische Tendenzen, die eine Islamisierung vorantreiben und die befördern wieder die islamfeindlichen und islamhassenden Parteien in Frankreich und Belgien und in anderen Ländern. Und das muss man sehen. Ja, das sind irgendwie so auch internationale Entwicklungen, die sich bei uns hier widerspiegeln. Und ich bin sicher, dass auch ein Teil von solchen Botschaften da gesteuert sind. Das sind ja auch Leute, die sind nicht dumm, die sind sehr gut organisiert, die haben sehr, sehr viel Geld und die machen sich jetzt daran, Europa da so ein bisschen nach und nach mürbe zu machen. Ja, auf sowas muss man hinweisen. Da können wir nicht sagen, sind nur ein paar Oppis. Oder wird sich schon mit einigen Bushaltestellen im ländlichen Raum einrichten lassen? Nee, also jetzt reden Sie gerade so, als wäre das Gegenteil von übertriebener Zuspitzung die Bagatellisierung. Das ist nicht so, sondern das Gegenteil von übertriebener Zuspitzung ist ein gemäßigter, vernünftiger und sachbezogener Diskurs. Und das ist es, glaube ich, also das ist einfach der Punkt, den ich jetzt, und dann höre ich auch auf, noch einmal sagen möchte, ist, glaube ich, wenn wir darüber reden, wie wir da oder wollen, wie wir damit umgehen, wie wir dem begegnen, Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie sagen, man muss stehen bleiben, man darf nicht zurückweichen, man muss sich damit auseinandersetzen. Es hat, glaube ich, keinen Wert, wenn wir die gleiche Rhetorik benutzen wie Menschen, denen wir eigentlich vorwerfen, dass sie verroht sind, keinen Respekt mehr haben und so weiter. Ich finde es auch nicht gut zu behaupten, in Deutschland gäbe es Islamisierungstendenzen, die dann die Museen, die Kirchen und die Kindergärten, das ist eine Zuspitzung, das ist eine komplette Übertreibung, ganz egal, wer die jetzt erfunden oder sich ausgedacht oder herbei analysiert hat, das entspricht nicht unserer Realität und ich glaube auch nicht, das ist eins der Szenarien, die ich meine. Genau das macht sich in der Tat die andere Seite zunutze. Nicht die tatsächliche Islamisierung, sondern das Szenario, was verbreitet wird. Und dem würde ich immer wieder versuchen zu begegnen mit einer Rückbesinnung auf möglichst, na, was heißt schon faktisch? Ja, aber es gab ja diesen Vorwurf von der postfaktischen Rhetorik jetzt der Rechtspopulisten. Als das aufkam, dachte ich ja, wann war denn zuletzt unser Diskurs mal faktisch? Also postfaktisch sind wir doch schon seit Jahren. Also aber nicht in dem Maße. Nicht in dem Maße. Ich war ja auch neulich auf einer AfD-Veranstaltung, wo Mark Jongen gesagt hat, der Chefphilosoph hat gesagt, es gibt ein organisiertes System von Medien und Politikern, die sich absprechen, um Deutschland, um den Bevölkerungsaustausch in Deutschland durchzuführen. Die Bevölkerung auszutauschen durch den Afghanistan. Also das ist nur Post-Faktisch, stellt er sich hin. Das ist genau. Doch eine ganz neue Qualität von dem, was wir hier bisher erlebt haben. Ja, also Schwachsinn haben die Leute schon immer geredet, aber was auch sozusagen postfaktisch ist oder das postfaktische Denken und Fühlen befördert ist schon, und jetzt muss ich nochmal die Medien bashen, weil es gibt da wirklich, wirklich, wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, ob und wie man das ändern kann, aber ich bin sicher, dass es das gibt. Sie haben gerade von der Aufgabe der Medien gesprochen und dass die Aufgabe nicht ist, nett zu Politikern zu sein. Das stimmt natürlich absolut, im Gegenteil. Aber die Medien haben eine Aufgabe und die besteht eben schon darin, das Bindeglied, also ich hätte fast gesagt, die Gleitcreme zwischen Politik und Bürger darzustellen, weil der Bürger hat keine Chance, Politik wahrzunehmen, außer durch die mediale Brille. Das ist eben unser Fenster, unser Zugang zur Politik. Ja, wir können doch nicht jubeln jetzt, wenn und Gutenberg seine Doktorarbeit fälscht. Warum sehen Sie immer, also als sozusagen Kontrapunkt zur totalen Vernichtung dann das Bejubeln oder als Kontrapunkt zur Zuspitzung die Bagatellisierung? Genau um diese beiden Extrempole geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass ein Haufen Politiker, und ich rede ja mit einigen und auch aus der höheren Verwaltung des Bundestages, hört man das immer wieder und das hat sich geändert. Es kommen Journalisten, die sprechen mit einem Politiker zu einer Sachfrage. Die ist komplex, denn alle Sachfragen der gesamten Welt sind komplex.
was auch immer es sei. Es ist nie irgendetwas wirklich einfach. Wenn man das nun vermitteln möchte, ja, muss man versuchen, es zu verstehen. Das dauert länger als 2:30. Und der Mann braucht auch mehr als einen Hauptsatz mit 5 Wörtern dafür. Jetzt ist aber der Betrieb nun mal so strukturiert und das ist niemandes Schuld. Also es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche Leute zu bashen. Der Betrieb ist inzwischen so strukturiert, dass kaum noch ein Journalist Zeit hat für ein 4-stündiges Hintergrundgespräch mit einem Politiker, auf dessen Grundlage, ja, sie arbeiten jetzt für so ein Restmagazin. Aber das ist nicht die normale mediale Realität. Die Journalisten antworten den Erklärungsversuchen der Leute, die sich mit der Frage nun mal auskennen, ja, so geht das nicht, so kann ich das nicht schreiben, das müssen wir irgendwie einfacher fassen und außerdem muss ich jetzt weg. Und das ist aber auch eine Karikatur. Darf, ja, das ist eine Karikatur, darf ich mal einen praktischen Bezug aus dem Bundestag bringen? Ja. Ich meine, das ist ja in Wahrheit, das stimmt ja alles, was Sie sagen, aber ich finde, als ein Beispiel für das, was Sie vorhin gesagt haben, dient was anderes noch besser. Wir haben regelmäßig Reporter von jetzt nicht Satire-Magazinen, dann kann man es, finde ich, wiederum verstehen, sondern von sozusagen vermeintlich seriösen Sendungen im Bundestag. Das spricht sich schon immer wie ein Lauffeuer rum, weil wir nämlich alle wissen, die meint es nicht ernst. Sondern es geht darum, man kriegt 20 Fragen gestellt, also ich war auch 2-mal in so einer Situation, man kriegt 20 Fragen gestellt und die eine, die man nicht beantworten kann oder wo man komisch guckt, das wird gesendet. Und das geschieht eben oft. Und das ist, hat ja auch System. Und das ist etwas, wo ich mich dann oft gefragt habe, wozu dient das eigentlich noch? Also es hat, ich habe mich mal so geärgert, als ich selber in so eine Falle getappt von einem Ausschuss in den anderen, dann steht plötzlich eine Kamera vor einem, man will ja immer sozusagen präsent sein, klar, stellen Sie mir eine Frage und dann kommt dack, 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 dack. Und bei der einen habe ich pff gemacht, weil mir da irgendeine ganz konkrete Summe abgefragt wurde, über die irgendwie am nächsten Tag dann abgeschrieben. So, da habe ich gedacht, oha, was war denn jetzt die Summe? Nur diese eine Szene wird gesendet. Und dann kriegen Sie Mails von Bürgerinnen und Bürgern, Sie sind eine Dilettantin, Sie sind eine Schmarotzerin, was machen Sie überhaupt im Bundestag, Sie arbeiten da überhaupt nicht richtig, so. Und das hat mich bei diesem ersten Mal, seitdem beantworte ich auch keine Fragen mehr, einfach so, ich gucke schon immer, was machen die da. Aber das hat mich so geärgert, dass ich mich die halbe Nacht an meinen E-Mail-Account gesetzt habe und es den Leuten zurückgeschrieben habe, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und dass ich mich selber darüber ärgere, aber das ist natürlich, also jeder Reporter kann einen Moment erwischen oder irgendeine Frage wird er schon finden, wo man dann nichts drauf sagen kann. Und einer hatte mir richtig so, ich bin so wütend auf Sie und habe das und eine lange Mail. Und am nächsten Morgen mache ich meinen E-Mail-Account wieder an und dann schrieb dieser eine Mensch, ich bin nicht mehr wütend. Und das fand ich richtig nett, muss ich sagen, weil es mich richtig gewurmt hat. Aber das ist das, wo man weiß, nein, hier geht es nicht mehr um die Information. Also hier geht es einfach nicht mehr darum, sondern der Politiker ist eben doof und weiß nicht, was er tut. Ja, da muss man, da gibt es natürlich auch ein, auch ein Ethos und glaube ich auch, das ist auch gut, dass es auch in den Medien man sich da immer wieder das prüft. Ich hatte das auch, als wir Peer Steinbrück begleitet hatten. Ich hatte vor ihm eher so eine athletische Hochachtung, ja, wie viele Zahlen der immer weiß. Aber die SPD und die anderen Medien haben es ihm nicht immer leicht gemacht, das so rüberzubringen. Aber dennoch, das ist, sind ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, manche sagen ja auch, wir haben Luxusprobleme in Deutschland, weil wir im Grunde eine Menge gute Politiker haben. Aber warum sehen das viele Leute nicht so? Ne? Das ist jetzt nicht nur unsere Schuld alleine. Ich fand ja auch, ein wichtiger Moment ist ja noch die Sarrazin-Debatte gewesen vor einigen Jahren. Da war ich noch bei der FAZ und da wusste ich immer, irgendwie diese ganzen Hassbriefe, die kamen dann oft noch auf gutem Papier, ja, und hinten so mit Absender mit so einem akademischen Titel, immer von so Orten, wo gar keine Ausländer leben. Ja, und die Leute wussten eigentlich immer am besten, dass wie der Türke und der Araber so beschaffen sind. Da ging es dann auch immer kreuz und quer. Manchmal dachte ich, Karl May ist dann auch die wesentliche Inspiration und Bildungsquelle für den Orient. Denken Sie, nimmt das ab, wenn man mehr Kontakt hat sozusagen zu Migranten? Naja, das Faszinierende, jetzt wieder mit Vorsicht zu genießen, dieses Wort, war für mich, dass Sarrazin in seinem Buch durchaus auch Ostdeutsche echt beschimpft.
Also wer das Buch jemals gelesen hat, es ist ja, also müsste mindestens die Hälfte des Raumes sein, so wie die Verkaufszahlen waren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute kaufen es und stellen es dann weg oder lesen vielleicht mal 3 Seiten davon. Da waren ja wirkliche Beschimpfungen drin. Und das war das Faszinierende jetzt in Anführungsstrichen, dass er ausgerechnet dort gefeiert wurde, wo er die Leute eigentlich am meisten beschimpft hatte. Weil man nur diesen einen Teil wahrnahm, der eben medial auch rüberkam, dass es irgendwie gegen Türken, gegen Muslime, die sind eben dümmer als der Rest der Welt, also jetzt ein bisschen zusammengefasst, ne, so. Aber wissenschaftlich bewiesen. Ja, so ein bisschen überspitzt, aber so, das traf schon den Nerv. Sowas will man hören. Das ist irgendwie gut, ne, so, die sind halt, das habe ich schon immer gewusst. Ich habe zum Beispiel auch die These, wird auch nicht jedem gefallen, aber ich habe mal irgendwann überlegt, warum ist es so schwierig, sachlich über bestimmte Dinge zu reden, und habe gemerkt, diejenigen Migranten, die am beliebtesten bei Medien sind, sind die, die andere Migranten beschimpfen. Mhm. Also häufig ist es so, dass man da besonders gerne hinhört und dann immer mit diesem Impetus, ja, also die muss es ja wissen, die ist ja auch eine. Also die kennt ja alle so ungefähr, nicht? So ein Deutscher weiß ja auch, wie alle Deutschen ticken. Das ist ja so eine eigenartige Generalisierung. Und da glaube ich aber, das hat die SPD durchaus ein Stück ja auch zerrissen. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Jedenfalls in meinen Augen. Man hatte dann irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Führt man jetzt Ewigkeiten irgendein Verfahren gegen ihn, was wahrscheinlich trotzdem der bessere Weg gewesen wäre, um zu zeigen, das ist nicht mehr sozial. Sozialdemokratisch, wenn man Leute so abkanzelt, von wegen, sie sind eben zu dumm, also gerade die SPD, nicht, als sozialdemokratische Partei, die dann sagt, das kann doch gar nicht angehen. Oder aber lässt man es sein, um sozusagen nicht zu viel Publikum, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Das war ja so die Debatte damals, und beides wäre falsch gewesen, aber man hat eben den einen falschen Weg dann letztendlich genommen. Und es hat sich ja dann auch irgendwann weiterentwickelt. Also kaum hat er dann ein Buch geschrieben über Euro oder andere Dinge, war das auch alles nicht mehr so spannend. Ja, nicht so. Es ist immer dann spannend, wenn man eine klare Gruppe hat, die man ausgrenzen kann. Und das machen einige heute ja ganz genauso. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit, es geht nicht gegen meine Person, wenn jemand das sagt. Es geht darum, dass andere das Gefühl haben, ich bin's nicht. Also ich bin's ja nicht, das sind eben die mit einer anderen Herkunft. Ja, oder so eine gemütliche mit so Gemeinschaft schafft, ja. Ja, genau. Also man wähnt sich auf der sicheren Seite. Und das ist das, was mir die meisten Sorgen macht, dass wenn man es klug aufzieht, man immer Gruppen definieren kann, wo man das Gefühl hat, die Mehrheit wird sich nicht angesprochen fühlen von meiner bösen Ansprache. Aber so nach und nach unterwandert man quasi die Gedankenwelt, diese Einteilung, die Sicherheit. Man hat, also Sie sagten ja selber vorhin Lügenpresse, man hat schon mal ein bisschen die Medienlandschaft diffamiert, dann geht man an Politiker, dann ist es die deutsche Nationalmannschaft, dann sind es eben Einzelne. Also so nach und nach soll eine Unsicherheit da sein, soll das Vertrauen schwinden, sollen Menschen auch gegeneinander aufgebracht werden. Und das hat System, das ist nicht zufällig, das passiert ja nicht einfach so, das ist in meinen Augen richtig geplant und hat System. Und wenn wir nicht alle aufpassen, also das meine ich jetzt ganz ernst, dann sind wir irgendwann misstrauisch, auch gegeneinander. Und da, glaube ich, hilft wirklich nur sehr wach sein, sehr klar machen, nein, man lässt sich nicht gegeneinander treiben. Man lässt sich nicht Keile in diese Gesellschaft hinein schneiden, nicht so, sondern man passt auf und man wehrt etwas ab bei aller Kritik, die man ja immer trotzdem gegeneinander offen aussprechen möchte, gibt es immer ein Grad dessen, der darf nicht über- oder unterschritten werden. Und da sind wir alle gefordert. Das Merkwürdige ist ja, dass die viel mit Zukunftsszenarien arbeiten. Bei den AfD war das, es war so ein idyllischer Tag, als ich jetzt dabei denen war. Und geringe Kriminalität, es war alles im Grunde gut. Den Leuten ging es auch gut in dem Saal. Aber die sagten, ja, jetzt geht es uns noch gut, aber in 30 Jahren, in 100 Jahren, in 300 Jahren, dann sind hier alle schwarz, dann haben wir das Ding. Also so eine, was ja auch niemand mehr, man kann es ja auch nach Popper auch nicht mehr bestätigen oder verneinen. Ja, das ist ja eine These, ich kann ja auch sagen, wir reiten alle auf Einhörnern in 100 Jahren. Naja, die neuen Deutschen produzieren wir selbst, ist ja ein Wahlplakat. Da sage ich immer, es hält doch auch niemand jemanden davon ab. Nee. Also ich meine, kein Migrant hat damit etwas zu tun.
So, das ist doch eine eigenartige Aussage. Ne? So, das ist da, jeder Deutsche soll sich sozusagen selbst produzieren oder weiter produzieren, aber es ist eine Anklage. Am Ende ist es so, ihr unterwandert uns, ihr werdet mehr. Ohne sozusagen so ehrlich zu sein und zu sagen, ja, wir brauchen ja auch Einwanderung in Deutschland. Wir suchen ja irgendwie nach Fachkräften. Ja, die Idee ist ja auch absurd, dass ein Einwanderer dann auch nach 30 nach und auch dessen Kinder und Kindeskinder immer noch Fremde sind. Das ist ja auch diese dahinterstehende Logik, die ja völlig absurd ist. Was ich mich nur frage manchmal, ob das nicht so ein, bei Sarrazin war das auch sehr stark so, das Nostalgische, die Erzählung einer Generation. Ja, wir sind so nach dem Krieg geboren, haben das Land mit aufgebaut. Es war so die Willy Brandt-SPD in seinem Fall oder die CDU von Helmut Kohl und jetzt geht alles den Bach runter. Ja, das ist, hängt ja auch so. Aber die Gastarbeiter kamen bei ihm nicht vor. Genau, Gastarbeiter. Die hat er komplett ausgelassen. Genau, oder das, die waren ja auch ne, dann irgendwie zu gering für ihn, um in sein Blickfeld zu geraten, hat ja eine sehr hohe Meinung von sich. Und das war so ein bisschen dieser Abgesang. Also ist das auch so ein Generationsphänomen, dieses Bittere zu sagen, Europa ist ja auch ein bisschen dieser Wellback-Diskurs. Ne? Wir hatten unsere große Zeit, wir konnten uns an den Kolonien bedienen und jetzt reiten wir alle gemeinsam in den Sonnenuntergang, wird alles ganz schlimm. Ja, also wie gesagt, das Apokalyptische findet auf beiden Seiten statt. Sie sagen auch, wir sind in einem neuen Zeitalter, jetzt ist Trump, das ist alles schlimmer denn je. Ja, also ich sage nicht die Apokalypse, wir wehren uns ja mit solchen schönen Kaffen. Ja, gegen die Apokalypse. Also es ist tatsächlich so, dass wir seit ausgerechnet dem Moment, wo es eigentlich für zumindest Europa, vielleicht sogar darüber hinaus, aus meiner Sicht die größten Hoffnungen für eine echte Verbesserung der Friedens- und Situation und der gesamten Zivilisation gab, nämlich nach Ende des Kalten Krieges, statt dann einem beherzten und einigermaßen euphorischen Fortschreiten Richtung Zukunft, was logisch gewesen wäre ab diesem Punkt, ist dann sozusagen gruppenpsychologisch zu dem genauen Gegenteil gekommen ist, nämlich zu einem immer krasseren Aufbauen von Ängsten. Und auch schon vor dem 11. September war das der Fall. Nach dem 11. September ist es ja geradezu eskaliert. Also wir haben angefangen, Kriege zu führen deswegen. Und ich frage mich manchmal, kann es aber auch nicht beantworten, weil mir da tatsächlich auch die Fachausbildung fehlt, ob das vielleicht auch etwas ist, womit wir umgehen lernen müssen, weil wir es da gar nicht mit einem politischen Phänomen zu tun haben, sondern mit was ganz Urmenschlichem. Also, dass der Mensch sozusagen immer eine gewisse Angst auf die Zukunft richtet, ganz grundsätzlich, und dass es in Zeiten, wo diese Angst sozusagen gebündelt oder abgesaugt wird von einem konkreten Szenario, wie das zum Beispiel während des Kalten Krieges der Fall war. Da hatten wir ja das Gefühl, die Welt ist in Ordnung. Das hört man die ganze Zeit. Es wäre in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Welt in Ordnung gewesen und jetzt sei sie es nicht mehr. Diese Ordnung war die Ordnung des Kalten Krieges. Es war leichter zu verstehen. Ne? Aber man hatte das Gefühl, hier ist die Mitte, rechts und links. So, und man wusste, vor wem man Angst hat, nämlich vor denen auf der anderen Seite dieses sogenannten eisernen Vorhangs. Wir können jetzt das so rekapitulieren und müssen uns aber eigentlich klar werden, dass wir da nur mit Begriffen operieren. Also dieser eiserne Vorhang und diese beiden Blöcke, das war ja auch eine Fiktion. Das Ganze war hochkomplex. Wir haben es uns eben einfach vorgestellt und eben uns daran gewöhnt, die Welt so zu sehen. Und die Angst war auf ein klares Ziel außerhalb unserer eigenen Identität bezogen. Und in dem Moment, wo diese wirklich krasse Bedrohungslage weggebrochen ist und eigentlich etwas angefangen hat, was uns befreit hat, was viel mehr Freiheit in unser Leben gebracht hat, haben die Menschen angefangen, ihr Angstniveau zu steigern. Vielleicht gibt es da tatsächlich einen notwendigen Zusammenhang. Sollte das so sein, dann haben wir, glaube ich, ein Problem, was wir noch viel tiefer, also noch unterhalb der politischen Ebene behandeln müssen, also in einem psychologisch-philosophischen Bereich. Ein kulturelles Problem? Also naja. Wirklich kulturelles, weil wir müssen uns dann fragen, ist der Mensch als befreites Individuum, als Mensch, dem wir sagen, du bist eigenverantwortlich, du bist aufgeklärt, du bist gebildet, du hast alles mitbekommen, was du brauchst, um glücklich zu sein, um ein guter Mensch zu sein, ist das der Panikmensch? Dann fängt er den Nachbarschaftskonflikt mit dem Nachbarn an und geht bis zum Bundesverfassungsgericht wegen einer Glühbirne und sowas. Ja, also weil wir vielleicht noch gar nicht in der Lage sind, mit einer Situation, die eigentlich Freiheit ist,
zurechtzukommen, weil wir sie nämlich als Chaos, als Unordnung und als Bedrohung empfinden und nicht als das, was sie tatsächlich ist, weil vielleicht sozusagen unser innerer psychologischer Reifeprozess an der Stelle dem Fortschritt der Weltordnung also ein Stück dahinter zurückgeblieben ist. Angst vor der Freiheit, ne? Mhm. Aber also ich finde, dass wir an der Stelle, wenn wir jetzt mal auf die Wiedervereinigung direkt gehen, eine Sache immer übersehen und ich habe schon neulich gemerkt, dass ich, also manche überfordert das, aber in meinen Augen müssten sich zum Beispiel in Deutschland eigentlich so manche Migranten und Ostdeutsche zusammentun, weil die ein ganz ähnliches Gefühl teilen, nicht ganz akzeptiert zu werden in dieser Gesellschaft, nicht vollwertig zu sein, nicht so ganz sozusagen angekommen zu sein bei dem. Und ich glaube, dass man bei diesem Freiheitsbegriff, der immens wichtig ist, also ohne Frage, übersieht, dass aber ein Stück Sicherheit für viele zum Beispiel auch in den neuen Bundesländern ja weggebrochen ist. Und das wird auch übersteigert, das wird gefüttert, das ist alles klar. Aber wir haben uns das, glaube ich, ein Stück weit auch leicht gemacht, weil wir in unserem Setting, also so wie wir hier schon groß geworden sind, wie wir hier sozialisiert waren und die Unsicherheiten dieser westlichen Welt kennend, aber irgendwie unseren Platz vielleicht auch schon gefunden habend, dann auf die anderen guckten und sagten, so jetzt sind die auch alle frei. Mhm. Aber dass das nicht ausreichend war, dass das viele unglaublich auch verunsichert hat und dass eben auch eine ganze Reihe von Menschen damit überhaupt nicht zurechtgekommen ist mit dieser Freiheit, da haben wir, glaube ich, mehr in der Hoffnung gelebt, das wird schon. Irgendwie wird sich das zurechtwachsen, was nicht ganz falsch ist, weil wenn man jetzt die Jüngeren sich anschaut, ist ja eigentlich das ganz ähnlich. Also West-Ost, da lässt sich ja kaum noch irgendein Unterschied messen. Aber bei den etwas Älteren, die die DDR zum Beispiel noch erlebt haben, ist da eine gewisse Erschütterung offenbar eingetreten. Und manche haben bis heute den Anker nicht gefunden und müssen überhaupt nicht irgendwie Extremisten sein, aber können sich heute sogar Parteien, glaube ich, anschließen wie der AfD, weil sie sich als Verlierer fühlen, weil sie nicht den Weg sehen, dass sie noch irgendwo ankommen werden, wo sie ganz zufrieden sind. Ja, wobei die Sicherheit, die dort verloren gegangen ist, auch die Sicherheit eines totalitären Systems war. Also dann muss Keine man Frage. Sicherheit definieren. Da gibt es sicherlich in Ostdeutschland solche Phänomene, aber man kann natürlich auch nicht erwarten, dass man eben mal so eine Wiedervereinigung, also eben mal die Integration von 16 Millionen Menschen in ein System, und es war ja nun faktisch eine Integration, ohne jeglichen Ruck in den Biografien, in der Geschichte des Landes vollzieht, also dass das alles in so einer Sparatmosphäre ablaufen soll, ist ja völlig absurd. Also wenn da ein Fehler passiert ist, weil ich persönlich, und ich lebe so lange in Ostdeutschland, betrachte trotz allem, was wir an auch nicht so angenehmen Phänomenen beobachten können, diese gesamte Geschichte als eine Erfolgsgeschichte, also als eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Als das losging mit der Flüchtlingswelle und es kam 1 Million Leute, habe ich sofort gedacht, habt ihr vergessen, dass wir 16 Millionen einfach so in diesem System aufgenommen haben, unter Bedingungen, die weitaus schwieriger waren, als jetzt diese 1 Million Menschen zu integrieren. Und ob das jetzt Moslems sind oder nicht, ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht ja um die Frage, kann das System das verkraften? Das wird ja immer besprochen. Können wir das stemmen? Halten wir das aus? Oder bricht die Bundesrepublik wie so ein Kartenhaus in sich zusammen? Oder was auch immer das Szenario ist. Also wir haben da eine gewaltige Kraftanstrengung hinter uns und das hat wunderbar funktioniert. Und wenn Leute sagen, wir haben ja heute keine Sicherheiten mehr in Deutschland und fühlen uns bedroht, also das ist nicht die Angst vor Hunger, Obdachlosigkeit, Tod, Verfolgung, Folter und so weiter. Ja? Also wir reden da sozusagen auch über ein Sicherheitsbedürfnis, was sich vielleicht so ein bisschen vom Menschenmöglichen abgelöst hat. Das ist ein toller Punkt, zu sagen, dass wir jetzt eben die Wiedervereinigung im Sparmodus gemacht haben. Das war ja auch damals das Versprechen der Politik. Ne? Es kostet uns nichts. Und im Westen, und das dauert nur 2 Jahre. Im Westen, ihr werdet das gar nicht spüren, wird alles sehr gut sein. Und das ist ein bisschen das, was ich meine, dass wir ihn ab und zu doch auch ansagen müssen, wenn die Bürger sozusagen gefordert sind und sagen, so Leute, andere Generationen hatten ihr Rendezvous mit der Geschichte und ihre Herausforderungen. Mein Großvater hatte damit 2 Weltkriegen zu tun und so, das hat er sich auch nicht ausgesucht. Wir sind davon verschont geblieben, ich bin davon komplett verschont geblieben von solchen Schicksalsschlägen, aber natürlich
kann sowas passieren. Und natürlich sind die Flüchtlingsströme, die kommen und ist, ich denke auch Trump und ist auch die Islamisierung, sind einfach Herausforderungen, die uns auch bedrohen, betreffen, die eine Haltung von uns erfordern und die halt auch ungemütlich sind und auch eine gewisse Unübersichtlichkeit wieder in das Leben reinbringen. Ja, das Leben war noch nie übersichtlich, wenn ich das nochmal sagen darf. Also genau, die Illusion der Übersichtlichkeit. Genau, ja, die erinnerte vermeintliche Illusion, es wäre irgendwann mal sicher gemütlich und übersichtlich gewesen. Ja, also diese Zumutung, das würde ich mich ja wirklich freuen, wenn man das mal irgendwo lesen würde. Aber das ist im Spiegel von dieser Woche oder auch von Seiten der Politik mal hören würde. Also mein Gefühl ist, dass die Bürger eigentlich immer angesprochen werden wie so kleine Kinder. Absolut, ja. Also so, oh, ihr habt Bedürfnisse, ach, das hat euch jetzt erschreckt, ah, das müssen wir ganz schnell ändern, fühlt ihr euch noch wohl, seid ihr sicher, steht an der Treppe drauf, dass man da runterfallen kann, wenn man die Füße nicht hebt, ist im Essen vielleicht irgendwie zu viel Zucker drin, das schadet euch, also egal, wo man hinguckt, das ist wirklich wie in der Kita, also nationenweit. Und Menschen, muss die so ich jetzt an mal ganz stark widersprechen. Von uns weisen. Ja. Genau, natürlich. Nein. Aber ich rede jetzt trotzdem noch ganz kurz weiter und dann weisen sie es von sich. Also ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass wirklich so genau die beschriebene Härte, also auch in der Ansprache des Bürgers, also nicht immer zu sagen, wir müssen die ja einhegen und abholen und auf Augenhöhe, sondern zu sagen, Leute, wenn euch was stört, werdet aktiv. Ja? Also Politik ist das, was ihr macht. Und mit bestimmten... Vielen Dank. Und mit bestimmten Phänomenen werdet ihr leben müssen, weil diese blühenden Landschaften, die damals Kohl den Ostdeutschen versprochen hat, das ist nie weggegangen. Diese blühenden Landschaften werden Tag für Tag immer neu versprochen. Von der Wirtschaft, die Produkte verkaufen möchte, von der Politik, die ein Wahlprogramm verkaufen möchte. Natürlich generiert das Enttäuschung. Die ganze Zeit. Das ist ja wie wenn man Kindern den ganzen Tag sagt und in 10 Minuten kriegst du noch ein Schokoei. Wenn dann eins fehlt, sind alle sauer. So funktioniert aber... Aber nicht auch, Politik und aber auch nicht Gesellschaft. Ich denke, auch Unterforderung kann ja auch zur Depression führen. Total. Ne? Die man immer weniger macht, das kennt man ja. Ja, und diese, irgendwann nicht mehr zu passen. Ihnen immer diese Bedrohungsgefühle zuzugestehen. Ja, also immer zu sagen, ach, ihr fühlt euch bedroht. Ja, na dann. Ja, dann müssen wir uns jetzt was überlegen. Dann brauchen wir vielleicht doch eine Obergrenze. Außer ja? Sie sind es ja. Wobei ich das sogar eigentlich eher bestätigen möchte. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja nun wirklich jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre komplett unterwegs wegen dieser Flüchtlingsgeschichten. Also wie viele kommen denn nun, was machen wir und so. Und jedes Mal haben wir eigentlich gedacht, so, jetzt wird's anstrengend. Ne? So, wenn wir irgendwo hingefahren sind, gerade in die neuen Bundesländer, jetzt kommt die Truppe und wird irgendwie die Veranstaltung stören oder so. Es ist nie passiert. Ja, das passiert aber schon. Also ja, da kann nein, ich Ihnen eine Reihe von Veranstaltungen nennen. Ich stehe aber nicht auf dem Marktplatz. Ich werde ja eingeladen und da kommen recht viele Leute hin, die einfach auch mal hören möchten, wie macht ihr es denn? Was passiert denn eigentlich in unserem Land? Und wir haben nicht viele Gelegenheiten oder Momente, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wo man auf all die Details, die sich ja nun mal auch darum rumranken, also was tun wir denn nun konkret? Was passiert denn in so einem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Warum dauert etwas lange? Was haben wir damals in den 90ern anders gemacht, als in Bosnien der Krieg tobte, im ehemaligen Jugoslawien der Krieg tobte? Was machen wir heute anders? Wenn man das so einen Abend lang bespricht, dann ist das Interesse schon riesengroß. Und dann sagen einem Leute auch direkt, was einem dann trotzdem nicht gefällt. Oder der Nachbar, der sich schlecht benimmt. Oder der Nachbar, den man wahnsinnig mag, aber der abgeschoben werden soll. Und wo eine riesige Entrüstung ist, dass der nun gerade gehen soll. Also da ergibt sich ja immer das Gespräch. Aber mein Eindruck ist, das ist zu wenig. Also und da sind wir auch ein Stück ohnmächtig als Politiker, ist mein Empfinden. Wie kann ich denn eigentlich all das transportieren? Wie bekomme ich das eigentlich immer wieder erzählt, vermittelt? Das durch mache ich. Ich gucke ja schon darüber. Nein, und? Aber dieses, wie kriege ich das eben wirklich so vermittelt, dass zumindest diejenigen, die es wissen wollen, dass das nicht jeder wissen will, ist mir auch klar. Aber diejenigen, die es wissen wollen, dass die eine Chance haben, das eben auch wirklich zu erfahren, das ist wirklich nicht leicht. Niemand, es kann der ganze Bundestag ausschwärmen und niemals kann er immer zu einem Thema reden. Das wird ja nicht reichen, wenn 600 Abgeordnete versuchen, irgendwie 82 Millionen immer wieder Gesetzesänderungen zu erklären. Das wird nicht funktionieren. Da sehe ich wirklich eine große Lücke. Und das ergibt sich ja dann immer, wenn man vor Ort sagt, nein, das haben wir gar nicht so gemacht. Oder
oder nein, das ist ja nicht so. Also ständig sozusagen das, was irgendwo aufgegriffen wurde, dann versuchen wieder in eine logische Bahn zu bringen. Wie hat sich das denn wirklich entwickelt? Das ist hochspannend, aber jetzt wirklich eine dumme Frage. Und so eine Rede im Deutschen Bundestag, wo Sie das mal so darstellen würden, würde die gar keine Reaktion finden oder würde das komplett versanden? Naja, Sie haben bei Reden, ich meine, das wissen Sie doch, bei Reden im Deutschen Bundestag hat man 3 Minuten oder 2 Minuten und da hat man, ich sage jetzt mal gefälligst natürlich, die Position darzustellen, die sich abgrenzt von den anderen Positionen. Also wenn ich ab und zu mal Reden gehalten habe, wo ich versuchte zu sagen, dass das uns ja gar nicht von der CDU zum Beispiel grundsätzlich unterscheidet oder von der CSU. Ich weiß noch in der letzten Legislatur, wo wir ja auch sozusagen wir die Opposition waren gegen Schwarz-Gelb, da gucken die einen auch irritiert an. Ne? So, was will die denn jetzt von uns? Also eigentlich ist da die Erwartung, da soll jeder darstellen und das erwarten übrigens Medien ja auch, was ist denn nun genau Ihre Position und was ist anders als bei den Grünen, bei der CSU oder bei der CDU? Und wenn Sie nur 2-3 Minuten haben, können Sie da nun nicht lange die Welt erklären, wie Sie sich da in der Flüchtlingspolitik oder auf den Autobahnen dieser Welt oder so abspielt. Das ist schon schwierig. Trotzdem brauchen wir aber dieses Forum. Wir brauchen doch das Forum, wo man sagt, hier laden wir euch ein, wirklich mal über diese Gegebenheiten zu informieren. Ein Abgeordnetenkollege von mir hat mal auf seiner Facebook-Seite sowas gemacht mit irgendwie 5 Fakten über Flüchtlingspolitik. Ganz am Anfang, oder 6 Fakten haben wir da, glaube ich, da mal zusammengetragen, hat er so gepostet, haben sich 1 Million Menschen angeguckt. Ja, interessant. Also das war total, der sagte, das ist ja irre, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, hat er auch danach nicht mehr erlebt. Ne, so. Aber das war einmal dieses, ja, da wollten sie Leute wissen. Also was genau, und das waren 6 Punkte nur, also Entschuldigung, 6 Punkte, aber das ist so, Sie merken, das Informationsbedürfnis ist groß, aber man kann sich nicht hinsetzen, also das kann doch jeder von uns, glaube ich, weiß nicht, das müssten Sie jetzt eigentlich bestätigen, man setzt sich ja auch nicht hin und sagt, ich lese jetzt mal 5 Zeitungen und überlege mir, was davon ist jetzt genau der Punkt, der die Information beinhaltet und was ist die Meinung des Journalisten oder des Blattes. Aber was ich mir jetzt schon vorstellen könnte, wäre jetzt ein Fernsehformat, in dem die Befragten, also in dem vielleicht nicht 16 Menschen in einer Runde sitzen, sondern nur 2 oder so und in denen jeder die Möglichkeit hat, mal für länger als 2,5 Minuten zu sprechen. Also dieser Glaube. Wie im Duell, finde ich, oh Gott. Ja, aber gerade Duell ist ja das, was Sie gerade beschreiben. Also das Duell ist ja vom Format her schon so gebaut, Abgrenzung. Dass Desinformation dabei rauskommen muss. Und große weil Verwirrung das gar nicht anders. Und totale Verwirrung. Also das geht nicht anders. Man kann, glaube ich, der klügste, engagierteste und sonst wie tollste Mensch der Welt sein. Im Kanzlerduell sieht man hinterher aus wie ein Idiot. Das geht gar nicht anders. Weil man kann nicht in 1:12, wenn man ständig beknacktes Zeug von den Moderatoren gefragt wird, zu einer schlüssigen Darstellung von irgendeinem mehr oder weniger komplexen Sachverhalt kommen. Und Sie haben gerade das gesagt mit Unterforderung und Depression. Also das, glaube ich, trifft den Punkt so fett, also den Nagel fett auf den Kopf, weil dieser Glaube, die Menschen, das sei nicht zumutbar, ja, also da sind wir wieder bei dieser Windelpolitik. Es ist nicht zumutbar, länger als 2 Minuten das gleiche Thema zu hören. Das können wir nicht zumuten, das ist zu anstrengend für unsere Bevölkerung, ist tatsächlich die erklärte Meinung vieler Programmmacher. Also dann kommen sie halt mit der Quote oder mit irgendeinem anderen Argument, warum das auf keinen Fall geht, dass hier jemand länger als 1:30 am Stück spricht. Ich erlebe das tatsächlich genau wie Sie, völlig anders, wenn man in anderen Formaten mit Leuten redet. Die sagen dann immer, wie schön, dass es mal um die Sache ging. Heute habe ich wirklich mal was gehört, jetzt habe ich was verstanden, jetzt weiß ich mehr als vorher. Und was Bedrohungsgefühle ja wirklich nährt, ist das Gefühl, keinen Durchblick zu haben. Also wenn man das Gefühl hat, ich verstehe nichts, dann entsteht Bedrohung. Also gefühlt und dann ist man anfällig für solche Szenarien. Also deswegen glaube ich schon, dass so eine Form von wirklich vernunftgetragener Aufklärung ein 1A-Gegenmittel gegen diese Apokalypsen, gegen diesen Apokalypsenwahn. Sind wir uns einig. Frau Özes, wenn Sie schon hier sitzen, ich muss jetzt noch mal fragen nach diesem Begriff der Leitkultur. Das hat mich doch ehrlich gesagt, ich hatte das für mich komplett abgehakt. Und dann kam jetzt diese Debatte wieder und dann habe ich gesehen, Sie haben doch da, Sie sehen da doch einen Punkt oder freuen sich über so eine Debatte. Warum finden Sie so eine Debatte überhaupt wichtig? Ich denke da immer gleich an Loriot und muss dann gleich lachen. Ich verstehe nicht ganz immer den Sinn von so einer Leitkultur. Wie sehen Sie das? Also eine humorvolle Debatte hätte ich auch schön gefunden, aber die hat sich leider nicht eingestellt. Nee. Ich habe einen Artikel geschrieben vor fast 5 Monaten, muss das ja jetzt schon her sein,
weil es um mal wieder die deutsche Leitkultur ging und ich einfach das Gefühl hatte, das hast du jetzt zum, ich weiß nicht, x-ten Mal gehört. Jedes Mal vor einem Wahlkampf holt man den aus der Mottenkiste und was mich eben am meisten stört ist, er wird nie wirklich definiert. Nach jeder Wahl verschwindet er wieder in dieser Mottenkiste. Und was wir ja damals, also ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren, als es so zum ersten Mal aufkam, dann versuchten, war immer dieses, naja, das ist doch das Grundgesetz. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie auch alle einig, das Grundgesetz ist sozusagen irgendwo die Basis. Aber das reicht ja gar nicht. Was ist denn dann Leitkultur? Weil Grundgesetz gilt irgendwie für alle. Und bei Leitkultur habe ich mich einfach dann gefragt, das ist etwas, was eigentlich einer ja definiert oder ein paar Leute und irgendwo soll es dann vielleicht andere ausschließen. Mhm. Also es hat ja so etwas von oben herab, ne? So Leitkultur, also das Leitende. Und da habe ich mich mal gefragt, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Wäre es? Und dann kamen diese 10 Punkte, Entschuldigung, hätte ich fast vergessen, von Herrn de Maizière. Ja. Irgendwie, wir schauen uns an, wir geben uns die Hand und dann dieser interessante Satz, kein richtiger deutscher Satz, wir sind nicht Burka. Und das ist dann die deutsche Leitkultur. So, und da habe ich es gewagt, das mal zu kritisieren und zu sagen, das kann ja wohl nicht, also ich habe ja dann auch gesagt, das verkommt so langsam zum Klischee und ist eine alberne Debatte. Und was ist es denn? Und in meinen Augen wäre es eben durchaus es wert, eine Debatte darüber zu führen. Dann hatte ich diesen einen Satz ja drin, dass es, oh Gott, jetzt kann ich schon nicht mal mehr auswendig, aber dass es eben schwierig sein dürfte, eine spezifische Kultur jenseits der deutschen Sprache zu definieren. Mhm. Also nur zur Beruhigung aller. Ich habe nie gesagt, dass es keine deutsche Kultur gäbe. Das würde ich nicht tun, das wäre totaler Schwachsinn. Habe ich auch nicht gemacht. Aber es ging mir darum zu sagen, was ist denn diese eine spezifische jetzt sage ich es nochmal, Leitkultur, genau, die man da definiert. Und das ist, wenn man die Geschichte Deutschlands sich anguckt, die Regionalkulturen Deutschlands sich anguckt, finde ich eine berechtigte Frage, die man doch mal stellen darf. Also wenn ich nach Bayern fahre oder nach Sachsen oder in Ruhrpott oder in Hamburg bin, dann frage ich mich, was ist denn diese eine Leitkultur, die wir da definieren wollen? Und ich glaube, es hat seinen Grund, dass wir das am Ende nicht definiert bekommen. Will aber dazu sagen, wenn man so im Zwiegespräch ist, also ich hatte gestern das schönste Erlebnis dazu, da kam dann eine Frau und sagte im Einkaufszentrum zu mir, ich habe sie schon gewählt. Es war so der, sozusagen, nicht? Erstmal wir sind Freunde, so ungefähr, aber was haben Sie eigentlich damit gemeint? Yeah. Und da kamen wir dann wirklich so ins Gespräch und immer wieder merke ich dieses, haben wir nicht das Bedürfnis, Werte, Normen, irgendetwas, sage ich jetzt mal, zu definieren, was eben für alle gilt? Und da habe ich dann ja damals in der Friedrich-Ebert-Stiftung mit vielen, vielen Leuten diese Debatte dazu geführt, es müsste eher ein Leitbild sein, eins, was die Menschen einschließt, eins, was einlädt, dazuzugehören, mitzumachen und eben nicht dieses autoritär von oben gegebene, das ist eine Leitkultur und da ist die Grenze und wenn du das nicht genau erfüllst, dann bist du eben außen vor. Das ist die Debatte, die ich gerne führen würde. Sie ist dann ins etwas Merkwürdige, wie ich finde, abgeglitten. Ja. Und ich sag mal auch dazu, wäre sie jemals so abgeglitten, wenn ich das unter dem Namen A. Neumann veröffentlicht hätte? Und das ist doch die eigentlich wesentliche Frage, mit der hier gespielt wird. Also eine Aydan Özos, was maß die sich denn an? Goethe und Schiller. Ich meine, ich glaube, Herr Gauland wusste nicht, dass ich in Hamburg geboren bin, weil er reagierte dann ja sichtlich irritiert, als er das dann irgendwie gefragt wurde. Aber trotzdem ist es ja schon interessant, dass das noch funktioniert. Was maß die sich an, über deutsche Kultur und Leitkultur haben die dann weggelassen, aber darüber überhaupt nachzudenken und es definieren zu wollen. Und da muss ich sagen, doch, darüber werde ich weiter nachdenken und ich will die Debatte führen, möglichst mit allen. Das werde ich auch weiter tun. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn die dann irgendwo noch womöglich in den Deutschen Bundestag kommen, dann muss man mal über kulturelle Werte und so etwas in diesem Land erst recht sprechen. Mhm. Ja, zumindest. Also glauben Sie jetzt mal ganz wirklich ernst, dass die Debatte sich lohnt? Also dass es wirklich
sinnvoll ist. Ja? Na, ich glaube, vielleicht. Also, aber es ist naja, um das mal vielleicht irgendwann zu beenden oder in eine andere vernünftige Bahn zu. Genau, beenden. Also, das würde ja heißen, nicht weiter diese Debatte führen, weil Sie haben es ja selber auch gerade gesagt: Kultur und Definition, das schließt sich aus. Also, eine definierte Kultur ist ja keine Kultur. Das ist ja. Gerade wenn sie angeleitet werden soll. Ne? Ja, aber ich glaube, vielleicht meinen Sie sowas, was Sie. Und auch ein Leitbild, also, wie Sie jetzt gerade sagten, vielleicht brauchen die Leute. Also ich bin vielleicht auch inzwischen total paranoid, aber jetzt höre ich schon wieder so dieses, oh, die armen Bürger, die brauchen vielleicht was, woran die sich festhalten können. Ja? Die sind total verunsichert, die brauchen ein Leitbild, damit sie jeden Morgen, wenn sie in den Spiegel gucken, noch wissen, was ihre Identität ist. Also sind wir naja, wirklich die Frage, so? Die also Frage, wer oder ja, sind wir Nein. doch. Wer oder was ist deutsch? Das hat Nietzsche schon vor 150 Jahren gesagt, das habe ich jetzt zigmal nachgelesen, ist eine Frage, die sich Deutsche immer gestellt haben. Ja, die gehört zu diesem auch, Land offenbar irgendwo hat. In die Gene ja, mit hinein. Aber nach ja, aber deswegen muss man doch die Debatte führen. Deswegen darf man sie nicht einfach liegen lassen. Stellen sich aber auf alle europäischen Länder. Ne? Also, aber wir reden ja über Leitkultur. Also, warum reicht es denn nicht zu sagen, wir haben doch gemeinsame Prinzipien? Also Sie haben ja vorhin gesagt Grundgesetz, dann hatte man das Gefühl, das reicht nicht mehr. Aber warum denn nicht? Also im Grundgesetz steht ja nicht irgendwie ein Bockmist drin, sondern im Grundgesetz stehen wirklich die... Für mich ist das völlig in Ordnung. Ja, das ist viel, viel mehr als in Ordnung. Das ist meiner Meinung nach die beste Verfassung weltweit. Also die ist ja tatsächlich auch eine der besten. Ja, ist ja ganz klar. National. Und da stehen wirklich... nicht irgendwelchen Kram drin, den man sich gerade mal so hat einfallen lassen. Das ist ja das Ergebnis. An, glaube ich, ja, genau, aber man muss doch sozusagen das Umfassende dieses Modells des Zusammenlebens, des menschlichen Zusammenlebens, wie es dort verankert ist, einfach nur zur Kenntnis nehmen. Also warum kann man sagen, das reicht nicht mehr, um unserer Gesellschaft den Zusammenhalt zu geben? Also ich würde immer sagen, genau das reicht absolut. Also das ist mehr als genug, das ist das, worum uns die ganze Welt beneidet, aber da können wir doch nicht gut, sagen. Gut, aber das sage ich ja nicht, also diese Debatte haben wir ja nicht erfunden. Ja, aber man gibt einem Pseudobedürfnis nach, indem man sie führt, oder? Aber könnte es sein, dass Frau Özus sehr speziell vorhin auch schon beschrieben hat, was sie meint, nämlich als sie gesagt hat, wie wir hier so in Hamburg diskutieren. Alle Hamburger sind ja auch immer sehr, sehr froh, auch in Hamburg zu sein, ich verstehe das auch immer, aber ne, das zu sagen, so wie wir hier so diskutieren, auch durchaus kontrovers, aber eben auch in so einem zivilen, sagen wir, zivilgesellschaftlichen, befriedeten Rahmen. Ne, dass man das so kulturell als kulturellen Standard definiert, versus vielleicht solcher Äußerungen, wie sie da im Netz zu. Also so in diesem Sinne eines sozialen Miteinanders und einer Organisation des Diskurses. Also, dass man sich einfach daran erinnert, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen wollen. Ja, gut, steht sogar im StGB. Also, das ist geklärt, das wissen wir alle. Darauf müssen wir uns vielleicht mal wieder besinnen, aber dafür brauchen wir keine Debatte darüber, was Deutsch ist. Also ich mag auch die Debatte in anderen Ländern, was Französisch ist, finde ich. Also ich weiß einfach nicht, ob das tatsächlich Menschen es führt meistens nirgendwo gut tut. Also es führt eigentlich nirgendwo hin, außer noch mehr in das Gefühl hinein, nicht zu wissen, wer man ist, weil das vielleicht einfach die falsche Frage ist. Also der Mensch kann sich durchaus fragen, wer er ist und was er auf dieser Welt soll. Das kann eine religiöse Frage sein, eine philosophische, eine psychologische, aber eine politische? Also ernsthaft ja, von Politik zu erwarten, da muss ich jetzt wirklich mal widersprechen. Das trifft nicht die Wirklichkeit von Menschen, die in diesem Land zum Beispiel von Einwanderern geboren wurden, die durchaus, und zwar nicht für sich selbst erfinden, sondern durch die Außenwelt ja immer wieder, also ich sag mal diese berühmten Sätze wie, wo kommst denn du her, wann gehst du wieder zurück, so was Deutsch man in seiner Kindheit halt immer wieder so, das hat sich ja entwickelt mit der Zeit und ich glaube, das hat sich aufgrund eines Diskurses entwickelt. Es hat diesen Diskurs in unserem Land gegeben, Mensch, die sind hier geboren, kann das eigentlich sein, dass die auf Ewigkeiten alle Ausländer bleiben? Wir haben das Staatsangehörigkeitsrecht erst im Jahr 2000 geändert, dahingehend, dass man auch nur unter bestimmten Voraussetzungen als Kind ausländischer Eltern deutsch sein kann von Geburt an. Nicht jedes Kind, sondern nur die, wo die Eltern die Voraussetzungen erfüllen. Also das ist noch ein sehr junger Diskurs bei uns und wir reden heute noch, man kann Wahlen gewinnen damit, weil man gegen doppelte Staatsbürgerschaft ist. Das ist fast noch der Schlager. Ne, so. Also
solche Dinge muss man sich, glaube ich, da auch bewusst machen. Und da hat die Bevölkerung etwas vorangetrieben, und zwar ganz unterschiedlich natürlich, was auch meine Generation, aber jetzt sind wir in der dritten und in der vierten Generation, anders erlebt, aber sie erlebt es noch. Also meine Tochter Hannah kommt neulich nach Hause, das habe ich schon mal neulich irgendwo erzählt, und sagt, Mama, bin ich so eine Migrantin? Das bin ich doch wohl nicht. Ne? So. Und dann musste ich sagen, Hannah, schlechte Neuigkeiten. Nach den Gesetzen, nach den Richtlinien bist du Migrantin. Weil ich nämlich als Ausländerin in Deutschland geboren wurde. Das heißt, meine gesamte Generation vererbt diesen Migrationshintergrund weiter an ihre Kinder. Ist auch eine komische Zählweise, muss man mal sagen. Ne, so. Und die sind auch wieder Migranten. Und schon ist sie in einer Situation, wo sie darüber nachdenkt, wieso bin ich das? Was ist denn jetzt an mir anders als an den anderen? Und ja, sofort natürlich anfängt mit, verheimliche ich das oder lehne ich das einfach nur ab und bin es irgendwie nicht? Und dann gehen wir vor dem Urlaub, wie das immer so ist, einen Pass verlängern, weil ich das mal wieder versäumt hatte, so auf die Schnelle. Und dann sagt uns die Beamtin, wir haben eine Viertelstunde uns dort gestritten darüber, ob meine Tochter nun noch einen zweiten Pass hat oder nicht. Und ich ihr nur sagte, nein, sie hat keinen zweiten Pass. Wir haben uns damals entschieden, dass sie nur den deutschen hat. Und dann sagt, na, das geht ja nicht, weil sie vererben doch automatisch ihre Staatsbürgerschaft. Also ihre Tochter muss zwei Pässe haben. Und dann sagt sie, nein, hat sie aber nicht. Man kann sich entscheiden, einen Pass nicht zu haben. Und das kriegt nun dieses Kind die ganze Zeit mit. Das ist ein Diskurs, den findet man, also überall begegnet einem das. Und auch in der dritten Generation und ich fürchte auch noch in der vierten Generation. Und so einfach kann man sich das nicht machen, zu sagen, wenn man nicht darüber redet, dann ist man schon irgendwie gleichwertig, weil die Momente, wo man sich nicht gleich fühlt, nicht mit den gleichen Teilhabechancen, nicht mit der gleichen Zugehörigkeit, die sind noch immens häufig da. Ja klar, aber das ist doch keine Leitkulturdebatte, sondern nein. Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, sind vor allem Alltagsprobleme, die daran liegen, dass unser System nicht modern genug ist, um mit der Lebenswirklichkeit zurechtzukommen. Das sind schon kulturelle Fragen auch, ne? Wer gehört dazu, könnte, wer nicht und so. Ne? Ja, aber diese ganze Wir- und Die-Thematik ist doch eigentlich eher Folge der Versuche, Kultur in irgendeiner Weise zu definieren und identenpolitisch zu unterfüttern. Und genau dagegen wollte ich sozusagen jetzt ein Bollwerk errichten, zu sagen, darauf sollte man sich einfach gar nicht einlassen, sondern von Anfang an sagen, Kultur ist nichts, was wir politisch, staatlich oder in irgendeiner Weise definieren, sondern wir sind ein Land, wo Menschen wohnen. Und das hätte ich ja gern nur geklärt. Also sonst werden wir die nächsten 20 Jahre noch über Leitkultur reden. Das ist ja genau der Punkt. Oder wir sagen irgendwann, wir machen es einfach nicht mehr. Aber vielleicht mache ich es mir dazu einfach. Also vielleicht müsste man einfach immer wieder darauf verweisen, dass wir es grundsätzlich mit der Tatsache zu tun haben, dass Deutschland immer noch nicht verstanden hat, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass die Lebenswirklichkeit dem nicht angepasst ist. Das sind für mich aber einfach ganz konkrete politische Fragen. Ich würde die einfach ungern auf eine kulturelle Ebene heben. Ich habe dann ganz schlechtes Gefühl. Ich habe den Eindruck, man kann bei dieser Debatte immer nur verlieren, weil wenn man sagt, wir müssen das irgendwie definieren, ist das immer ausgrenzend. Also das Wesen einer Definition ist das Ziehen eines Kreises um eine bestimmte Menge von Dingen. Eine offene Definition gibt es nicht. Das wollten wir ja gerade auflösen. Das wollten wir gerade sagen. Ja, aber dann ist es keine Definition mehr. Oder den Kreis sehr weit machen. Ne? Mhm. Ja, eben. Also ich schlage mal Folgendes vor. Wenn ich wieder in den Deutschen Bundestag gewählt werde, ist egal in welcher Funktion, dann machen wir mal einen größeren Kreis mit mehreren Interessierten und versuchen, das mal ernsthaft zu lösen dort. Und ich sage immer nur, können wir nicht aufhören zu reden. Ja, oder so. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte heute Abend immer so eine Sorge vorher, nämlich, dass wir uns zu sehr einig sind, aber es hat sich gar nicht so ergeben. Insofern bin ich ganz erleichtert und sehr dankbar. Ich fand es total spannend. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, Ihnen geht es auch so und bedanke mich einfach erstmal bei diesem schönen Theater, dass wir hier so toll aufgenommen wurden und auftreten durften. Bedanke mich bei Juli C., bei Adam S. und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.